Das Bargeld gehört abgeschafft, zumindest limitiert. Der einst freie Bürger wird um seine Talerchen unter dem Polster beraubt, damit seine ökonomische Freiheit, seine finanzielle Selbstbestimmung eingeschränkt. Wer ausgibt, wird in Zukunft kontrolliert von den Banken und letztlich von Big Brother, dem in alle Bereiche des Lebens tief eingreifenden Staat. Das sogenannte digitale Bargeld kommt, formuliert Deutschlands einstiger Liberaler Christian Lindner den teuflischen Plan. Der blassblaue Dümmling und Parvenu mit Hang zum Jet-Set setzt alles auf die babylonische Sprachverwirrung. Denn Bargeld kann nicht digital sein, sonst wäre es ja kein Bargeld mehr. Wurscht, wird schon keiner draufkommen, denkt sich der Feuerbestatter. Jedes liberalen Denkens in Deutschland. Die nächste Etappe eines globalen Angriffs auf die individuelle Freiheit des Menschen ist jedenfalls gezündet. Nancy Faeser, Innenministerin der Hampelmänner-Koalition, eilt Lindner zur Seite. Das Bargeld muss eingeschränkt werden, verkündet die rote Chefgouvernante aus der gestrengen Kammer des Ostsozialismus. Und wer ist schuld? Ja, natürlich, die Araber-Clans. Denn diese finanzieren sich mit Schwarz- und Schmiergeld, also mit Bargeld, aus illegalen Geschäften stammend. Und weil eben diese von dieser Regierung importierten Kriminellen sich des Bargelds bedienen, muss es für alle Deutschen folglich abgeschafft werden. Ist doch logisch, oder? Dieser Theorie folgend muss man auch die Demokratie abschaffen, weil sich die Regierung ständig des Wahnsinns bedient. Oder die Steuern abschaffen, weil einige schwarze Schafe die Steuern nicht zahlen. Oder wir schaffen weltweit alle Waffen ab, weil sich Mörder dieser auch bedienen. Aber um das geht's ja gar nicht. Die Waffen braucht man, weil man von Lobbyisten ein paar Parteispenden bekommt. Die Steuern braucht man, um sie zu verschwenden und sich die eigenen Taschen voll zu stopfen. Und auch die Regierung braucht man. Sonst haben die geistig Obdachlosen der deutschen Innenpolitik keinen Job mehr. Das Bargeld braucht man nicht. Denn das bedeutet ja nur Freiheit für die Bürger. Und diese ist den Regierungen ein Dorn im Auge. Daher wird die Freiheit folglich bekämpft. Mit dem Klimawandel, mit Corona, mit dem Ukraine-Konflikt oder eben mit dem Angriff aufs Bargeld. Ausgerechnet Otto von Bismarck formulierte richtig, die Freiheit ist ein Luxus, den sich nicht jedermann gestatten kann. Oder man nicht jedermann gestatten darf. Wo kommen wir sonst hin?